Zum dritten Band, der spirituellen Heilkunst. Dieser Band ist dicker als die letzten beiden Bände, weil es auch ein Thema ist, was umfangreicher ist. Es geht um Drüsen und es geht um Chakras. Also ein großes Thema, und gerade über die Chakras zum Beispiel sind natürlich sehr viele Dinge geschrieben worden, und manche Dinge sind haltbar, manche sind weniger haltbar, manche sind reine Hypothesen und man muss da etwas näher drauf eingehen. Was wir relativ gut schon kennen oder besser kennen, auch im wissenschaftlichen Sinne, sind die Drüsen natürlich. Und interessant ist, in der spirituellen Heilkunst gehören diese Dinge alle zusammen. Und das finde ich eigentlich das Schöne, diese ganzheitliche Sicht. Die Drüse ist ein körperliches, ein organisches Widerspiel oder ein Spiegel für ein feinstoffliches Zentrum, was im sogenannten Energiekörper des Menschen liegt und was als Chakra, als Energierad bezeichnet wird. Und dieses Energierad ist nichts Materielles, also man kann es nicht materiell beeinflussen mit irgendwelchen Mitteln, sondern es kann nur über Bewusstsein beeinflusst werden. Das ist die erste Botschaft des Buches. Wir haben diese Chakras, es gibt diese Energiezentren in uns, und ich spreche deswegen gern von Zentren, weil sie vernetzt sind. Es gehört eben diese Chakra dazu als übergeordnetes, leitendes Bewusstsein. Es gibt eine körperliche Entsprechung, das ist die entsprechende Drüse dazu. Es gibt einen Nervenplexus dazu, der also für das Nervensystem zuständig ist. Und diese Dinge gehören zusammen für mich. Und dazu gehört dann eben auch noch Organe, die zu den entsprechenden Drüsen dann und zu den entsprechenden Plexus auch gehören. Dieses Zusammenspiel aufzuzeigen, ist dieser Band gedacht. Und Chakra heißt ja nun nichts anderes als Rad. Das Rad des Lebens, das muss man ganz einfach sehen. Alles Leben wurde früher am Jahreslauf festgemacht, am Gang des Jahres, am Gang der Sonne durch das Jahr. Und das war eben immer das Rad. Und alles, was Leben erzeugt, was Lebensenergie aus sich selber heraus erzeugt, ist Chakra, ist Rad sozusagen. Und deswegen gibt es Zentren in uns, feinstoffliche Zentren, die eben solche Räder sind, bildlich gesprochen. Das sind Wirbel von Energie, die aus sich selber heraus Lebensenergie erzeugen und praktisch dann über die Drüsen, über das Nervensystem in den Organismus hineinbringen. Das sind sogenannte Transformationsstellen. Und diese Teile unseres Organismus haben sehr stark mit unserer Schöpferkraft zu tun. Und ich werde in diesem Buch sind also eben auch die einzelnen Drüsen und Chakras ausführlich abgehandelt. Aber noch interessanter ist eben, wie kann ich nun mit diesem Energiesystem umgehen? Was kann ich tun in mir selber, um diese Energiesysteme anzuregen und in eine Harmonie zu bringen? Und dafür gibt es eben zahlreiche Übungen. Und es gibt eigentlich zwei Möglichkeiten, eigentlich nur eine, aber es sind zwei Wege, die man gehen kann, um auf Drüsen und Plexus einzuwirken. Das ist eben Schwingung. Das heißt Vibration, Schwingung. Das heißt, diese Übungen beinhalten äußeres Frottieren des Körpers, indem ich zum Beispiel einfach klopfe. Das wäre zum Beispiel eine Massage, eine Vibration, eine äußere Vibration, wo ich hier zum Beispiel auf den Thymus einwirken kann, auf die Thymusdrüse einwirken kann, was dann wieder seine Rückwirkung hat, eben auf den entsprechenden Plexus, auf das Organsystem. Und wenn ich damit noch eine bewusste Aktion verbinde, das heißt noch ein bewusstes Thema verbinde, wenn ich mich zum Beispiel anbinde an Liebe, wenn ich versuche, das wirklich meditativ innerlich zu erfahren, kontemplierend Liebe, und ich klopfe dann gleichzeitig, kann ich auch mein Chakra damit letztendlich beeinflussen. Ein Chakra lässt sich nur über das Bewusstsein beeinflussen. Hier kann ich meine Drüse beeinflussen und den Plexus, der dazugehört, und auch das Organ eben, was dazugehört, die Organe, die dazugehören. Das ist der eine Weg. Der zweite Weg, diese Drüsen zu erreichen, ist eben über Singen, über Klang. Denn der Klang erzeugt Vibrationen in uns, in den Hohlräumen, und das überträgt sich auf den gesamten Körper. Und das ist der andere Weg. Deswegen singen wir. Wir haben deswegen auch, dass wir sagen, frottieren außen, und gleichzeitig singen wir ein Lied dazu. Tralala, 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 tralala. Und dann können wir verschiedene Übungen dazu machen, und so erzeugen wir eine innere Massage und eine äußere Massage, was eine Schwingung in uns erzeugt, was eben auf dieses Drüsen-Chakra-System, auf dieses Energiezentrum-System einwirkt.